Hallo liebe Freundinnen und Freunde der elektronischen Musik, Lukas hier aus den neuen Science Studios und wir werden uns heute einem ganz speziellen Mixing-Thema widmen, denn es geht um das korrekte Sidechaining. Sidechaining vorneweg ist ein wenig ein irreführender Begriff, denn eigentlich geht es ums Ducking, das heißt das Wegducken einer Spur gegenüber zum Beispiel der Kickdrum. Das ist wichtig, weil, ja, dort, wo ein Element ist, kann kein zweites sein und gerade die Kickdrum ist ein so wuchtiges Element in jedem Track, dass es eigentlich fast das gesamte, ja, den gesamten Headroom an Lautstärke ausreizt und dementsprechend müssen andere Spuren zum Beispiel insbesondere im Bassbereich weggedrückt werden. Ja. Und dafür gibt es einige Techniken, wie gesagt, dass dieser Begriff des Sidechainings so synonym dafür verwendet wird, führt schon aus, dass das Ganze vom Sidechain-Kompressor herkommt. Das ist eine der Techniken, die wir uns ansehen werden. Wir steigen aber mal ein bisschen auf einem anderen Level vorab ein. Und die erste Technik, die wir uns vornehmen, ist die Verwendung des Autopans als ja, Ducking-Möglichkeit. Ich habe hier schon mal bereits einen Autopan anliegen. Wo holt man den her? Den gibt es bei den Audioeffekten. Den seht ihr hier, Autopan. Ihr zählt den einfach drauf. Ich habe mir den jetzt so voreingestellt. Normalerweise sieht er zum Beispiel so aus. Dafür müsst ihr die Rate auf synchronisiert hier unten umstellen, wählt ein Viertel, dann setzt ihr die Phase auf 0, Offset auf 0, wählt den Saw Shape aus, den Amount jetzt erstmal auf 100% und dann müsst ihr das Ganze noch invertieren. Und jetzt haben wir so eine Funktion, die unseren Sound, in dem Fall ist das so eine Psytrance Baseline, pumpen lässt. Und wir hören das mal an. Also normalerweise klingt diese Baseline so. Und mit diesem Pump-Effekt von dem Autopan als Sidechaining-Gerät. So, und gerade in Verbindung mit der Kick. Wir deaktivieren das vorerst. Gerade bei diesem ersten Schlag auf der 1 hört man, dass da der Bass und die Kick ja, um denselben Platz im Prinzip konkurrieren. Und das clasht so ein bisschen. Und mit dem aktivierten Ducking-Effekt wird doch dieses Pumpen super deutlich hörbar. Das heißt, die Kick bekommt zwar Platz, aber die Bassline wird auch sehr, sehr hörbar weggedrückt. Das kann man natürlich auch ein bisschen dosieren. Aber gerade, wenn man da jetzt besonders chirurgisch sein möchte, eignet sich dieser Autopan leider nicht so gut. Weil wir haben ja hier eine voreingestellte Länge unserer Gain-Automation. Außerdem eignet sich das Ganze nur bei Vierviertel-Kicks, was sehr deutlich ist, denn dieser Effekt verfährt in einem Vierviertel- bzw. in Viertelabfolge. Und ein großes Problem ist, das Ganze kann nicht hinter CPU-aufwendigem Processing eingesetzt werden, weil wir Latenzprobleme bekommen. Man kann sich das auch auslesen, wie viel Latenz hier entsteht. Und das passiert insbesondere bei Plugins, die viel CPU verbrauchen, wie zum Beispiel ein Linear Phase Equalizer. Wenn man dann über diese Gruppe hovert, sieht man hier unten in der Leiste, wird angezeigt, wie groß die Latenz ist. In dem Fall 70 Millisekunden. Und diese 70 Millisekunden sorgen dafür, wenn wir das jetzt nochmal anhören mit dem Autopan am Ende der Kette. Falls euch dieses Thema wie das des Sidechainings und Low-End-Mixing im Allgemeinen interessiert, dann habe ich für euch den Ultimate Baseline Guide aufgenommen. Das ist ein über 8-stündiger Kurs, wo wir wirklich jede Thematik zum Thema Low-End, sei es Komposition, als auch das Sounddesign, als auch das Mixing, und da fällt so ein Thema wie Sidechaining nun mal drunter, wird dort alles behandelt und unter anderem anhand von 7 Praxisbeispielen, und zwar aus verschiedenen Genres, wie zum Beispiel Melodic Techno, Techno, Tech House, Psytrance, Drum, Bass, Dubstep und Trap. So, aus diesen Genres könnt ihr, egal welches Genre ihr produziert, mit Sicherheit viel Lehrreiches ziehen, denn alles spezialisiert sich ein bisschen auf was anderes und ich finde, da kann man immer sehr viel draus schöpfen und all das bekommt ihr in meinem Kurs, dem Ultimate Baseline Guide. Wir gehen zurück ins Thema. Das Ganze müssen wir uns jetzt mal ein bisschen visuell angucken. Was passiert hier? So, da sieht man sehr deutlich dieses Pumpen, wie die Bassline immer weggedrückt wird, aber grundsätzlich gehen sich Kick und Bass aus dem Weg. Ein bisschen zu sehr. Wenn wir das Ganze jetzt aber hinter das Processing legen, verschiebt sich das.
So, hier wird es ganz deutlich. Wir haben hier so eine ganz große Lücke, bevor die nächste Kick einsetzt. Und die ist, wir können wieder hier unten in die Leiste gucken, die ist genau 70 Millisekunden lang. Das ist exakt diese Latenz. Und das kommt daher, dass Ableton intern Latenzkompensation betreibt. Das bedeutet, große Plugins sorgen für viel CPU-Verbrauch und das sorgt für Latenz. Das heißt, um das Ganze zu berechnen, braucht Ableton ein bisschen Zeit. Latenz ist da, kompensiert das aber, indem alle anderen Spuren auch einfach mit derselben Zeit verzögert werden. Diese Kompensation passiert aber erst nach der Spur. Also das heißt, dieser Autopan sitzt noch mittendrin. Eigentlich würde das Ganze, und wir nehmen jetzt mal nur die Baseline ab, eigentlich würde das Ganze hier hingehören. Und ja, dort zeigt sich eben dieser Versatz. Alles ist ein bisschen verzögert, Ableton kompensiert und zieht aber damit auch unser Ducking mit nach vorne. Damit wäre ein Fazit zu ziehen zu diesem Autopan-Trick. Kann super geil funktionieren bei Loops, langen Kicks und nicht nach aufwendigem Processing. Es gibt allerdings noch andere Möglichkeiten, das Sidechaining oder das Ducking umzusetzen. Und ja, die prominenteste davon ist mit Sicherheit der Sidechain EQ. Ich habe uns ein weiteres Projekt vorbereitet. Wir haben hier eher so eine 808 Baseline, eine kürzere Kick und das Ganze könnte irgendwann mal so ein Trap- oder Hip-Hop-Beat werden. Aber hier geht es nur ums Low-End erstmal, dass wir Kick und Bass erstmal miteinander wunderbar verbinden, dass es wie eine Einheit am Ende klingt. Der wichtige Unterschied ist hier, wir haben keine reine Vierviertel spielende Kick. So ungefähr klingt unser Drumbeat in Verbindung mit der Bassline. Oder erstmal die Bassline. Und beides zusammen. Ja, da hört man super deutlich, Bass und Kick überlagern sich komplett und bringen uns Probleme. Und wenn wir uns das jetzt einfach mal ansehen, auch wieder in unserer Oszilloskop genannten Spur. So, dann sehen wir hier, die Bassline läuft zwar total sauber, aber jedes Mal, wo die Kick kommt, ist hier auch wieder großes Durcheinander, sieht immer anders aus. Und ja, das wollen wir natürlich nicht, denn unsere Kick-Solo ist eigentlich total schön und clean. So, das ist unsere Kick, wie sie solo aussehen würde. Und ja, das ist das, was am Ende draus wird, wenn Kick und Bass zeitgleich spielen. Das wollen wir vermeiden. Das heißt, wir haben jetzt allerhand Möglichkeiten. Die erste, die wir uns ansehen, ist der Sidechain-Kompressor. Absoluter Klassiker. Wir gehen in den Audio-Effekten, gehen wir zum Kompressor. Und ich habe mir schon ein Preset dafür gemacht und abgespeichert, finde ich total praktisch. Wir gehen jetzt aber mal von der Ausgangslage einfach aus, also von dem Default-Preset. Wir haben den Kompressor. Wir öffnen hier diesen kleinen Pfeil, der nach unten zeigt. Und dort tut sich damit die Sidechain-Sektion auf. Wir aktivieren das, wir wählen den Audio-Input von der Kick-Spur. So, dann haben wir hier noch einen Sidechain-Filter. Das heißt, der wählt im Prinzip aus, wie viel von dem Eingangssignal, was wir uns als Trigger von der Kick holen, möchten wir denn überhaupt wirklich zu Rate ziehen. So, und ich lege mir da immer ganz gerne so ein Low-Cut an, irgendwo bei 100 Hertz, weil gerade das Low-End von der Kick ist so unkontrollierbar. Wenn wir das einfach außen vor lassen, dann haben wir irgendwie eine präzisere Kick als Trigger für unseren Sidechain. Die Ratio kann man wirklich auf Infinite stellen. Die Attack stelle ich ja gerne entweder super kurz ein oder so 0,5 Millisekunden, damit es nicht zu Knacksern kommt. Und Release-Zeit ist irgendwo zwischen 20 und 45 Hertz eigentlich immer ganz gut geeignet. Da tasten wir uns gleich ran. Die Threshold ziehen wir auch super weit runter, also vielleicht sogar auf minus 30 dB. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Was passiert denn? Ganz wichtig noch den Peak-Algorithmus auszuwählen. Das kann man sich dann
auch super gut, einfach als Standard-Preset oder als Default-Preset oder unter dem Namen einfach Sidechain 2, nenne ich es jetzt mal, abspeichern, dann hat man das immer griffbereit. So, jetzt sehen wir schon, okay, Signal geht ein, Gain Reduction passiert, in dem Fall minus 28 dB, das ist super viel, so viel brauchen wir nicht. Ich finde, bei so Genres wie, also aus der Bass Music, Dubstep, Drum, Bass, Trap oder sowas, braucht man deutlich härteres Sidechaining als bei Techno. Bei Techno würde ich nicht weiter runtergehen als zwischen minus 6 und minus 12 dB Gain Reduction, das reicht oftmals. Aber wenn die Kick so übertrieben laut ist, also wirklich quasi bis an das Null-Level oben rangehen soll, dann muss man aggressiveres Ducking, Sidechaining anwenden. Und wir hören hier definitiv den Unterschied. Ja, da entsteht dieses Pumpen. Und wir sehen hier auch, fleißig arbeitet der Kompressor. Und wir können auch eine Look-Ahead-Zeit einstellen, das ist nie verkehrt, um auch so ein bisschen Knacksern vorzubeugen. Und dann, wir haben ja noch hier unser Ausgangssignal visuell dargestellt. Und jetzt sehen wir uns das neue mal an. Okay, wir sehen hier einen ganz, ganz gewaltigen Unterschied, wie viel aufgeräumter diese Kick-Bass-Verbindung aussieht. Ein ganz, ganz wichtiges Vorzeichen dafür ist, damit Kick und Bass am Ende wie hier in Phase laufen, dass Kick und Bass auf derselben Tonhöhe spielen. So. Ich konnte das Ganze hier gut kontrollieren. Meine Kick kommt aus Chop Suey. Chop Suey zeigt mir an. Meine Kick ist in F. Wunderbar. Meine Bassline habe ich dementsprechend auch auf F spielend. Und außerdem, ganz, ganz wichtig, im jeweiligen Synthesizer, wo man seinen Bass oder seinen Subbass insbesondere herholt. Und das geht nicht bei allen, aber bei allen digitalen ist es eigentlich möglich. Auch bei ja, allen Synths wie Operator oder sowas ist es möglich, dass man die Phase, also das Phasen-Random, deaktiviert. Also die Phase startet jedes Mal in der gleichen Lage. Das heißt, unsere Sinuswelle fängt zum Beispiel immer von vorne an und nicht hier irgendwo in der Mitte, damit die sich immer, also Kick und Bass, damit die sich immer synchronisieren können. Ich habe die Phase hier so ein bisschen rausgefunden, wo ich sie einstellen muss. Wenn ich das jetzt einfach mal ins krasse Gegenteil drehe, dann sieht man, ja, entstehen hier so komische Verwirbelungen. Das ist nicht unbedingt synchron. Und da muss man so ein bisschen tweaken, bis man die optimale Phasenlage gefunden hat bei seinem Bass-Synthesizer, dass der sich ja zu dem Zeitpunkt, wo im Prinzip zwischen Kick und Bass gecrossfaded wird, weil viel anderes passiert ja nicht. Lautstärke wird abgesenkt und Kick klingt aus und beides geht nahtlos ineinander über. An der Stelle sollte sich dann die Phase synchronisieren. Das Ganze kann man jetzt mit der Anpassung seiner Release-Zeit zum Beispiel, kann man das noch ein bisschen sauberer bekommen. Ja, das war jetzt eher kontraproduktiv. Hier wird jetzt dieser Dip hier wird stärker. Das heißt, ich mache die Release-Zeit was länger, eher so um die 40 Millisekunden. Und da tastet man sich dann so schrittweise irgendwie zu einem optimalen Ergebnis ran. Mein Tipp ist aber, verwendet, wenn ihr wirklich ein cleanes Low-End haben wollt, verwendet diese Art von Visualisierung. Macht Kick und Bass auf Solo und schaut, dass ihr die wirklich synchron in der Phasenlage bekommt. Und dass ihr mit der Methode, die ihr am Ende für Sidechaining verwendet, auch einfach einen sauberen Übergang findet, ohne dass ihr jetzt krasse Dips oder Peaks zwischendrin kriegt. Das Sidechaining von der Kick kann man genauso einfach kopieren und auf die Snare übertragen. Allerdings würde ich hier dann die Sidechain-Frequenz was höher anlegen, weil die Snare nun mal deutlich höher im Spektrum liegt. Und hier braucht man auch bei weitem nicht so aggressive Threshold auswählen.
Und dann kriegt man mit dem ganzen Drumloop und der Bassline. Ja, ein ziemlich sauberes Ergebnis hin. Jetzt sehen wir aber, das Sidechaining hat hier gut funktioniert, aber es ist noch nicht so hundertprozentig clean. Eine Methode, die ich euch empfehlen möchte, die wirklich mit absoluter Sicherheit clean ist, aber ein wenig aufwendiger, ist die über die Utility. Das heißt, wir automatisieren wirklich unsere Lautstärke. Ich habe das Ganze jetzt schon mal hier voreingezeichnet. Und so eine Gain Automation sieht dann so aus, dass sie im Prinzip, also diesen Shape, den habe ich mir abgetragen in Abstimmung mit meiner Kickdrum. Also das ist ungefähr dieser Lautstärkeverlauf der Kickdrum hier gekontert wird. Und diesen Shape, der dabei zustande gekommen ist, den kopiere ich mir dann einfach überall hin, wo eine Kickdrum spielt. Ist natürlich ein bisschen mühselig, aber euer Kickloop wiederholt sich ja irgendwann. Das heißt, auch da könnt ihr einfach Copy-Paste rangehen und das Ganze übertragen. Und auf diese Art und Weise erhält man wirklich ein super cleanes Ergebnis. In Verbindung mit dem Sidechain aus der Snare, den können wir jetzt erstmal belassen. Aber die Kick, ja, ducken wir jetzt durch den Utility. Der andere Sidechain ist deaktiviert. Und hier sehen wir, wie super sauber das hier aussieht. Vielleicht nochmal kurz zum Vergleich. Das Ganze über den Sidechain. Über den Kompressor. So, da sah das so aus. Auch schon sehr, sehr clean. Aber das, was wir hier erhalten, ist einfach nochmal ein Stück sauberer. Sieht man jetzt hier im direkten Vergleich. Unten sehr, sehr deutlich. Und damit habe ich irgendwie... ja, meine Präferenz gefunden. Ich möchte da wirklich chirurgische Präzision anlegen können. Und das ist mit einer Gain Automation natürlich um ein Vielfaches besser möglich. Es steht aber in einem deutlich höheren Aufwand, wenn man wirklich diese ganzen Shapes immer einzeichnen muss. Irgendwann kann man auch da Copy-Paste machen. Aber gerade wenn man irgendwie nochmal Kicks austauschen möchte oder auch sein Kick-Pattern irgendwo wechseln möchte, dann muss man da jedes Mal wieder neu entweder hinkopieren oder neu nachzeichnen. Es kann sehr aufwendig sein, aber es lohnt sich. Eine Methode, die im Prinzip genau das ja, entsprechende auch verspricht, allerdings MIDI getriggert, ist die über externe Plugins wie zum Beispiel das LFO-Tool. Das LFO-Tool ist ein von Xfer, die auch Serum gemacht haben, entwickeltes ja, Effekt-Tool eigentlich. Das kann man genauso gut mit dem Kickstarter, heißt der, glaube ich, Shaperbox und Ähnlichen kann man das machen. Wichtig ist nur, dass man hier wie unsere ja, Gain-Automation eben im Utility hier eine Lautstärke-Kurve einzeichnen kann, die der Kickdrum entspricht. Und dann kann man das Ganze, indem man hier da, wo auf der Kickspur jetzt mein Chop Suey liegt zum Beispiel und meine Kick triggert. Es funktioniert besonders gut, wenn man eine MIDI getriggerte Kick hat. Ansonsten muss man sich noch eine separate MIDI-Spur einzeichnen, die parallel zur Kick spielt. Und dann kann man da einfach ein External Instrument ablegen. Das findet ihr bei Instrumente, External Instrument. Dann wählt ihr die entsprechende Spur, 808 Bassline und dann das LFO-Tool. Und von dem Moment an sendet das an euer LFO-Tool ein MIDI-Trigger. Dann ist hier in dieser MIDI-Box unten links auszuwählen bei Node-Retrigger einmal Envelope. Das heißt, mit jedem eingehenden MIDI-Signal wird diese Kurve als Hüllkurve, als Envelope, ein einziges Mal gestartet. Und das Ganze ist auch sehr dankbar, weil man einfach diese Shape immer noch sehr, sehr gut nachschärfen kann. Ich gehe da ganz gerne nicht auf hundertprozentige Effekttiefe, weil es funktioniert. Es klappt super sauber, wenn man 100% nimmt. Aber man hört auch extrem deutlich dieses Pumpen.
Und das möchte ich oftmals so ein bisschen eindämmen und nutze das dann in Verbindung mit dem Sidechain-Kompressor, den ich dann aber eher ja, bei einem höheren Low-Cut einstelle, sodass wirklich nur der Transient der Kick abgenommen wird. Und das führt eben auch zu sehr sauberen Ergebnissen, aber auf 100% eben auch sehr, sehr clean. Also wie man hier sieht, super feinsäuberlicher Übergang zwischen Kick und Bass. Klingt dann wie aus einem Guss ein Element. Allerdings, das Einzige, was mich jetzt noch ein bisschen stört, ist dieses hörbare Pumpen, gerade das Wegdrücken der hohen Frequenzen. Wenn ich jetzt meiner Bassline zum Beispiel mehr Noise gebe, dann wird das einfach super deutlich hörbar. Ja, dass da irgendwie was drin fehlt. Eine Möglichkeit dazu ist die Verwendung von einem Splitter. Der kann mit allen gezeigten Techniken in Verbindung angewandt werden. Das bedeutet im Prinzip einfach, wir machen eine Gruppe mit zwei parallelen Ketten, eine Low und eine High. Und dann machen wir hier einen High-Cut auf der Low-Spur und einen Low-Cut auf der High-Spur und passen uns diese Grenzfrequenzen so an, bis es ungefähr wie vorher klingt. Also, egal ob ich die Kette oder dieses Rack hier aktiviere oder deaktiviere, es klingt gleich. Und es bedeutet, wir können jetzt in diese Low-Gruppe uns zum Beispiel unser LFO-Tool reinlegen. Mit 100%iger Effekttiefe und kriegen hier einen super schönen, präzisen Low-End-Übergang. Und dann können wir die High-Gruppe entweder trocken lassen, wenn wir auch den Transienten vom Bass noch ein bisschen behalten wollen. Oder wir legen dort zum Beispiel den Sidechain rein und können den dann separat dosieren. Das ist eigentlich so die akkurateste und präziseste Methode, wirklich auch die Höhen und die Bässe separat voneinander zu ducken und damit auch so ein bisschen auf also die entsprechenden Frequenzanteile in der Kick eingehen zu können. Ich hoffe, dass ihr hier einiges habt mitnehmen können für euren Workflow, für euer Mixing, dass ihr ab jetzt immer ein super präzise ausgearbeitetes Low-End in euren Tracks unterbringen könnt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, ich wünsche euch fröhliches Produzieren und sagt ciao, bis zum nächsten Mal.